Die Platte und der Comic. Die Ärzte und die Platte heißt Yoko Ono. Herzlich willkommen, die Ärzte! Das hört ja nicht auf, das hört überhaupt nicht mehr auf. Ja. Immer ein Auge dafür. Zum Kampf, glauben wir, dass unsere Beleuchter alles werfen. Ja, aber. Was sagst du? Schmusen? Oder wie? Ist es um ihn auszugrenzen? Das war außenstehend. Die Maskenfrau hat uns den Tipp gegeben. Wie denn? Ja, auf die Backe beißen, dann sieht man total besser aus. Ist das so? Mhm. Ja. Man redet zwar ein bisschen döver, aber ist ja egal. Nee, wenn man auf die Backe beißt, sieht man besser aus. Oh, total. Schmaler. Mal ausprobieren. Und macht schmale Backen. Ich hab gesagt, wir kriegen ihn dazu. Geil. Hat es gar nicht gesagt? Ja, dabei wollte ich gerade sagen, das ist finde ich toll. Kurz vor dem Konkur kommt ihr noch hier rüber. Und 20 Uhr geht's los. 20 Uhr geht's los, auch schon ausverkauft. Ehrlich? Ja. Wie viele Leute sind da drin, Palladium heute Abend? 10.000 ungefähr. 10.000? 10.000 Fahrzeugkräfte. Und direkt nebenan ist. Kein Scherz. Ja, doch, doch. Wollen wir hoffen, dass. Von nebenan ist Pearl Jam. Ne, nebenan ist Pearl Jam? Ich dachte, nein, nebenan ist Kylie Minogue. Kylie, ja. Ja, Kylie, aber ihr seid im Palladium, denn da war ja auch vorgestern Matthias Reim. Deswegen, genau. Ja. Ja. Die Backstage-Räume duften auch noch nach Flieder. Wirklich, wahr? Ich soll halt nicht so viel sagen. Komm, lass uns tauschen. Habt ihr eigentlich eine Vorgruppe? Nein. Habt ihr nie, oder wie? Wir spielen selber. Diesmal nie. Ihr kommt raus und dann geht's los. Wir kommen raus und also eigentlich geht's schon vorher los. Publikum singt schon, hey, wenn wir kommen, sind wir schon total fertig. Ja. Wie lange dauert so eine Show? Räumen wir die Leichen weg. So ein Konzert schon. Wie lange dauert das? 2,5, 3 Stunden. Wirklich? Und spielt ihr knallhart die Liste durch? Oder endet ihr spontan, wenn es gut läuft? Ja, wir bisschen, gucken. Ja. Die Idee ist aber nicht schlecht. Eigentlich ganz gut, oder? Hallo, Howard Schmidt. Hallo, Howard Schmidt. Also, wir haben ein ziemlich ausgefuchstes System. Wir spielen so ein Lied. Aus jedem Genre, was wir können. Also wir können ja schnell und langsam. Und da, wo die meisten BHs auf die Bühne fliegen, da bleiben wir dann bei. Und ihr habt auch so eine Motown-Richtung drauf. Ein wenig. Hört man auch auf der neuen Single. Habe ich von dir gehört im Interview beim Radio. Ich fuhr so im Auto. Aber du kennst den Song. Tokio Männer, den Schweine. Und dann zog die Backen ein und da habe ich vorhin Urlaub gehört mit dem Interview. Gesagt, ist ja eher so eine Motown-Nummer. Ja, das dachte, merke ich mir mal. Klingt irgendwie insiderisch. Motown. Aber jetzt haben wir eine neue Single. Ja. Kann ich die mal in die Kamera halten? Hier sieht man sie besser. Hier. Diese Single heißt Yoko Ono und man könnte den Eindruck haben, ihr mögt Yoko Ono nicht, die Witwe von John Lennon. Ja, ja, aber das ist natürlich nur oberflächlich betrachtet. Warum? Man muss ja immer den Subtext lesen. Richtig, und der Subtext heißt, ihr könnt ja auch nie ausstehen. Ich meine, Yoko Ono hat viel für die deutsche internationale Rock- und Popmusik getan. Sie hat die Wings gegründet, genau. Yoko Ono hat die Wings gegründet? Ja, sie ist schuld. Wieso das denn? In den Wings. Ja, das gab mal so eine Band, in der. Aber wir wollen eigentlich über uns reden, oder? Sollen wir mal das Video zeigen? Voll geil. Ich finde das Video fantastisch. Das Tolle ist nämlich, das Video dauert 45 Sekunden. Man wäre eigentlich generell froh, wenn Videos nur 45 Sekunden dauern würden. Oder? Aber bei Die Ärzte. Bei Die Ärzte, ich sage es immer wieder, es heißt korrekt bei Die Ärzte. Bei Die Ärzte ist man sagt nicht korrekt. Bei den Ärzten, sondern man sagt bei Die Ärzte. Bei den Die Ärzte. Hm. Bei den Die Ärzte. Nee, dann nicht? Ja, in den Klammern dahinter. Ach so, bei den Die Ärzte. Das mit dem N, das vergesse ich. Bei den Die Ärzte ist das Video 45 Sekunden lang und ist trotzdem das komplette Video mit einer kompletten Dramaturgie. Das ist ja 3 Minuten breit. Ja, da denkt man drüber nach. Ja, genau, liebe Ärzte-Fans. Und vor allen Dingen, schickt uns den Rekorder, wenn ihr nicht zurechtkommt damit. 3 Minuten breit und 45 Sekunden lang von das, den ersten Video, Yoko Ono. Endlich, oder? Von mir.
Premiere, das erste Video, was komplett aufgespielt wurde in deiner Sendung, richtig? Das ist richtig. Hey, nochmal Guinness Buch. Cool. Ja. Wieso nochmal Guinness Buch? Ja, einmal schon überhaupt für das Video an sich. Weil es das kürzeste Video der Geschichte. Nee, das teuerste Video der Rockgeschichte. Wenn man den Sekundenpreis umrechnet. Das sowieso. Hier, da habe ich sehr gelacht. Das ist euer Comic, ja? Und das Tolle ist, wir haben den Zeichner hier. Hier vorne der junge Mann in diesem, wie sagt man da? Teppich? Teppich? Nein. Waschvorleger? Ja? Das, was, wenn man so drehen lässt. Wie heißt euer Kollege, der das gezeichnet hat? Schwabel. Schwabel. Der Zeichner, meine Damen und Herren. Heute haben wir... Hey! Die Rubrik, die mir am besten gefällt, das ist die knallharte Welt, wie heißt es? Magische Momente des Rock. Mhm. Ja? Sehr, sehr gut gefällt mir die Nummer, die Probe. Ja. Liest du viel? Du bist auf bei der Probe, ja. Nee, jedem Sketch bist du mit dem Buch. Was mir aber eigentlich am besten gefällt, das ist das Band-Touring. Und zwar hier. Ich habe eine total aufregende Geschichte, auf Tour zu sein. Das wird da ganz gut eingefangen. Das wird hier gezeigt, das ist toll, in 6 Bildern. Und das Tolle ist, wir müssen auf die Details achten. Hier ist Bela B. Und bitte hier um. Er liegt hier hinten und guckt ein Porno. Und ich habe versucht, ob der Porno eine Handlung hat. Es ist dasselbe Bild, 6 Bilder lang. Hier, hier, hier. Eine Frau mit gespreizten Beinen. Ja, hier, ja. Guck hier auch. Ja, hier geht's weiter. Ja, nach einer Stunde habe ich dann den Knopf des Standbildes gefunden. Das hat mir echt gut gefallen, weil ich habe sofort geguckt, was ist das für ein Film, ob es ins Detail geht und so weiter. Ja, und was mir auch sehr gut gefällt, ist Soundcheck. Der Soundcheck ist auch irgendwie ganz große Klasse hier mit dem Typen, das ist nämlich das Fantastische, immer Test. Und so ein Lübecker Hütchen auf. Andere Seite. Das ist die andere Seite, hier. So. Check. Ja, und da hast du auch ein Buch in der Hand. Check. Siehst du, bist du ein Leser, ein Vielleser? Ehrlich? Ja? Ja. Und dann hat mir etwas sehr gut gefallen, weil das kannte ich noch nicht. Das heißt, dass... wie heißt das genau? Fotzenspiel. Ah, richtig. Ja. Das war die Schreibweise, ja. Wir hatten das Thema schon mal vor ein paar Monaten. Richtig. Genau. Und wie ist das gehört? Ich lese mal vielleicht, wie es dazu kommt. An einem stürmischen Herbsttag im Jahre 1562 erfand der Handelsvertreter Gary Opolo das Wort Fotze, als er von einem Einheimischen auf einem polynesischen Inselatoll eine behaarte, feuchtwarme Frucht geschenkt bekam, deren Name dem Ureinwohner offensichtlich nicht bekannt war. Und jetzt geht es um dieses Spiel. Mhm. Man schreit sich das so lange zu. Schreien eigentlich nicht, das wäre ja niveaulos. Nee, ja. Man guckt sich ernst an und... Ja. Man spricht. Ich verliere immer. Verloren. Wer zuerst lacht, hat verloren. Ja? So geht das Spiel. Ja. Das Unrealistische in dem Comic ist das eher, dass wir unentschieden. Ja. Das Spiel unentschieden ausgeht. Also ich habe das jedes Mal verloren. Er verliert immer bei nicht lachen. Das ist aber nicht dieses Buch, mit dem wir auflegen. Aber das Schöne ist, dass wir spielen das auch auf der Bühne manchmal tatsächlich. Ja? Ja. Spielt das Publikum mit? Nee, wir spielen, während wir Songs spielen. Ach so! Also, weil wir dann zum Beispiel die Rotz singt, dann spielen wir mit dem Schlagzeug. Und dann fragt ihr das Publikum, was machen die, was haben die sich dazu erzählen? Das gibt eben. Das Geheimnis ist gelüftet. Eine tiefere Dimension. Genau. Rockmusik dimensional völlig ausgeschöpft. Ja. Verstehe. Aber um nochmal auf die Lesereise zurückzukommen, das ist ein ganz anderes Buch. Welches Buch? Der Autor sitzt auch hier. Wer ist das? Total verrückt. Der da. Der sitzt da, meld dich doch mal. Er will sich nicht zeigen. Der will sich nicht zeigen. Angst, ja, genau, der da. Hier, er hat Angst, dass er Spiel machen will. Ja, ein bisschen Angst hat er schon. Ja, 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 genau der. Und genau das ist ein Buch, was eure Geschichte über 20 Jahre hin. Über 100 Jahre. Über 100 Jahre, ungefähr, genau. Die letzten 400 genau. Jahre von. Und also das ist auf 2 Seiten und der Rest ist dann so Live-Reportagen von dem Fotzespielchen. Nein, das ist ein sehr ganz spannendes Buch. Kommt aber erst im Herbst, brauchen wir jetzt noch nicht drüber zu reden. Es gibt auch Platten, die kann man nur bei euch in der Show kaufen. Ja, die 5678 Bullenstadt. Die 5678 Bullenstadt, ist es polizistenfeindlich? Nein! Oder? Nein! Worum geht's da? Es geht weiterhin um Dinge mit B. Ja. Bela Bullen Bier. Ja. Ja, das ist eigentlich schon alles gesagt. Backenbeißen, aber die Platte gibt es nur im Bonfair. Beim Konzert. Beim Konzert. Man kann sie sich auch bei uns im Fanclub bestellen. Die kostet 10 Mark. Und das will ich jetzt mal öffentlich sagen. Sind aber noch 35 Stücke drauf. Nicht bei eBay ersteigern, weil gleich ein paar sehr Schlaue haben das am Anfang der Tour dann gekauft. In 10er, 20er Packs und versteigern das jetzt auf eBay.
nicht machen. Bei uns für 10 Mark umsonst am Ende des Konzerts. Okay, vielen Dank, Herr Weinfort. Und jetzt rüber ins Palladium. Ja, ja. Eichstätt, please. Danke schön. Schön, mein Lieber. Die Ärzte und gleich. Ciao. Danke.